Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Patrick Süver. Wir befinden uns wieder bei Aquadesign und machen ein Update zum Inspire 330. Das Becken läuft jetzt knapp anderthalb Wochen ungefähr. Die Pflanzen haben richtig losgelegt im Laufe der letzten Woche. Man sieht es beim Bodendecker, Marselia sprießt richtig, auch die Procostemonien kommen, die Alcmaetera kommen. Thema Heltrick kommt, Nymphoides kommt, also das geht alles in eine sehr gute Richtung. Bemerkenswert finden wir, dass wirklich kaum Algen sichtbar sind, obwohl wir relativ viel Licht drüber haben. Lichtleistung sind knapp 100 Watt, wir haben Power-LEDs sind darüber und da wir aber nur In-Vitro-Pflanzen, also sterile Ware benutzt haben und nichts, außer die Fische natürlich, aus einem anderen Becken kommen, haben wir praktisch keine Algensporen drin und dementsprechend wächst auch kaum etwas an Algen. Aber wir kommen jetzt zu dem Punkt, warum wir dieses Becken überhaupt aufgebaut haben. Und zwar ist das ja das sogenannte Eheim Digital Center. Das bedeutet, hier werden die WLAN-fähigen Produkte von Eheim gezeigt und auch getestet von uns. Den Außenfilter Professional 5E700 hatten wir in einem Video vor etwa einem Jahr, als der frisch auf den Markt kam, schon mal gezeigt, was der für Funktionen hat, wofür das ungefähr gut ist. Das fanden wir damals schon ziemlich cool, das war aber erst der Anfang. Jetzt hat Eheim einen Futterautomaten rausgebracht mit WLAN und ihr habt es in unserer Story gesehen, am Montagabend auch ein Heizer. Das Blinken, was der Heizer dort angezeigt hat, war also das Suchen des WLAN-Signals. Den haben wir hier jetzt ganz frisch als erster Fachhandelspartner in Deutschland auch eingebaut. Den seht ihr hier ganz auf der rechten Seite, kommen wir gleich im Detail noch einmal zu. Und mein erster Gedanke war damals eigentlich: Okay, cool, aber wofür brauchen Futterautomat bitte WLAN? Wofür brauchen Heizer WLAN? Beim Filter finde ich mit diesen Pulsfunktionen, mit dem Biomodus, das hat noch relativ viel Sinn. Bei der Beleuchtungssteuerung, das hat sich ziemlich etabliert mittlerweile, der Sonnenauf- und der Sonnenuntergang. Beim Futterautomaten, beziehungsweise beim Heizer, war mir das Ganze aber noch relativ schleierhaft. Das hat uns Eheim aber jetzt erklärt und das finden wir richtig, richtig cool. Kommen wir also einmal zu den einzelnen Geräten und erklären, warum die WLAN haben und welche Funktionen nun wirklich dahinter stecken, was das also mehr kann. Es geht also wirklich in die Richtung Smart Aquaristik. Klingt erstmal ein bisschen klobig, dieser Zusammenschluss von Worten, hat aber wirklich Hand und Fuß und auch wirklich Sinn. Der Filter von Eheim, den lassen wir jetzt so ein bisschen außen vor. Dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung das Video, was wir vor einem Jahr gemacht haben, wo wir die Funktion einmal erklärt haben. Die Beleuchtungssteuerung ist mittlerweile relativ etabliert. Das bedeutet, da kann man zum Beispiel die Lichtfarben einzeln einstellen. Man kann dort auch eine Tagessimulation machen. Das heißt, morgens nimmt er langsam hoch, abends nimmt er langsam runter. Das seht ihr jetzt auch gerade zum Beispiel. Es ist gerade etwa 21:45. Um 10 Uhr hat das Licht volle Intensität. Das heißt, ihr werdet im Laufe des Videos auch bemerken, dass das Becken heller wird. Die Fische werden also auch so relativ langsam wach und das ist insgesamt sanfter und man sieht auch mal Verhaltensweisen, insbesondere in der Abenddämmerung, die man sonst nicht beobachtet, wenn das Licht auf Schlag einfach ausgeht. Kommen wir nun also zum Futterautomaten. Den seht ihr hier rechts neben mir. In erster Linie hat er natürlich die normalen Funktionen eines ganz normalen Futterautomatens. Er kann füttern. Der Futterautomat ist per Kabel angeschlossen. Ihr benötigt also keine Batterie. So schützen wir uns also vor leeren Batterien, das heißt, er funktioniert so zuverlässiger. Er hat eine Waage eingebaut, hier unten drin, der also permanent checkt, okay, ist die Futtertrommel voll, ist sie leer und wird womöglich gerade überfüttert. Wenn also beispielsweise die halbe Trommel in einem Rutsch weg ist, merkt er das und man kann so also das Becken vor solchen Problemen zum Beispiel schützen. Des Weiteren ist der ja zusammengekoppelt mit dem Filter, mit dem Heizer, mit der LED-Control und auch mit dem Magnetventil des CO2s. Das heißt, hier sind Sachen möglich, wenn etwas passiert, dass etwas anderes passiert. Reaktion praktisch. Das Becken reagiert also auf mögliche Ereignisse. Als Beispiel, wenn der Heizer 30 Grad misst und ihr habt normalerweise 25 eingestellt, dann merkt er, okay, das ist zu warm. Was kann er dann machen? Der Futterautomat füttert dann erstmal nicht mehr. Das heißt, so können wir im Sommer
unbeabsichtigterweise ein unmögliches Kippen des Aquariums verhindern. Der Futterautomat kann ebenfalls mit dem Filter so kommunizieren, dass die Filterleistung runtergeregelt wird, wenn der Futterautomat füttert. Das kennen wir von einigen Pumpen schon, hauptsächlich im Bereich Strömungspumpen oder Meerwasser, wo es einen sogenannten Futterknopf gibt, den man drückt und dann ist die Strömung ja wieder 10 Minuten aus oder deutlich reduziert, dass das Futter nicht so komplett verwirbelt. Man kann es aber auch anders machen, wenn man Fische hat, die genau das haben möchten, dass die Strömung stärker wird, sobald der Futterautomat füttert. Das ist also alles in der Interaktion bei diesen Geräten möglich. Der Schieber des Futterautomaten wurde hier oben verändert, sodass dort also auch wirklich Kleinstmengen Futter für beispielsweise Jungfische gemacht werden können. Er kann häufiger pro Tag füttern und auch verschiedene Mengen. Ihr könnt ihn also zum Beispiel so einstellen, dass er sich morgens zweimal dreht und nachmittags einmal. Zusätzlich könnt ihr einen zufällig generierten Fastentag pro Woche einlegen und habt also so eine sehr flexible Variante der Fütterung. Könnt außerdem auch online einfach abfragen, wie voll das Futter noch ist, wenn ihr das einfach mal checken wollt, wenn ihr im Urlaub seid. Jetzt zum Heizer. Ganz kurz vorab dazu, der ist noch nicht erhältlich. Wir haben ihn vorab bekommen, um ihn zu testen und auch zu zeigen. Der wird bald kommen. So viel kann man sagen, aber eine genaue Zeitspanne von Salz Eheim gibt es dort noch nicht. Die Hauptfunktionen sind da tatsächlich klar die Regelung der Temperatur. Wichtig, er kann nur heizen, er kann nicht kühlen. Ist halt immer noch ein Heizer mit ein paar extra Features. Steigt die Temperatur, wie gesagt, auf 30 Grad beispielsweise, bekommt ihr eine E-Mail. Ihr könnt ihn auch so einstellen, dass sobald die Temperatur um plus oder minus 2 Grad abweicht, dass ihr ebenfalls eine E-Mail erhaltet. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass ihr den Heizer ins Heimnetzwerk integriert habt. Das heißt, generell funktioniert dieses ganze System so, dass ihr ein Gerät habt. Zuerst verbindet ihr euch mit eurem Handy und dem Gerät direkt per WLAN und bindet das dann in euer Heimnetzwerk ein. Das geht ganz einfach. Die Web-Oberfläche führt euch da also Schritt für Schritt durch und im Nachgang könnt ihr dann weitere Geräte dazu hinzufügen. Das heißt hier zum Beispiel Filter, Heizer, Futterautomat, Beleuchtung und noch das Magnetventil des CO2 laufen alle zusammen. Den Heizer wird es in 4 Größen geben. Welche genau, das wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt hier das 200 Watt Modell. Der wird für Aquariengrößen von 200 bis 1000 Liter geeignet sein. Regelgenauigkeit ist angegeben mit 0,5 Grad. Regelbereich 18 bis 32 Grad Celsius. Also im Grunde diese Funktion wie ein normaler Heizer. Ein schönes Zusatzfeature ist noch eine Tag-Nacht-Absenkung, die man machen kann. In der Natur beispielsweise ist es ja auch so, dass es nachts etwas kühler ist und gegebenenfalls auch sich die Strömung verändert. Das ist in diesem Fall auch so, oder wir können es einstellen. Wir können ihm also zum Beispiel sagen, tagüber 25 Grad, nachts 23 Grad, tagsüber Filterströmung, sagen wir 900 Liter pro Stunde, nachts 500 Liter pro Stunde. Man kann so also die natürlichen Gegebenheiten, die die Natur aufweist, so auch im Aquarium, deutlich besser und deutlich einfacher simulieren. Was uns daran wirklich gut gefällt, ist die Einfachheit des ganzen Konzepts. Das bedeutet, ihr braucht erstmal keine App zu installieren. Ihr könnt einfach mit eurem Internetbrowser vom Laptop, vom Tablet, vom Smartphone oder von sonst irgendeinem fähigen WLAN-Gerät darauf zugreifen. Die ganze Sache könnt ihr zur Sicherheit mit einem Passwort schützen. Der Heizer beispielsweise ist das erste Gerät, jetzt, was standardmäßig ein Passwort hat. Dieses findet ihr auf dem Netzstecker, da ist so ein kleiner Sticker drumherum. Die anderen Geräte könnt ihr nach Wahl mit einem eigens generierten Passwort dann schützen, sodass keiner, womöglich böse Nachbarn, irgendwas an eurem Becken umstellen kann. Aquariencomputer sind im Bereich der Aquaristik ja jetzt nichts gänzlich Neues. Die gibt es ja schon länger mit diversen Funktionen, sondern auch so Untergang, Steuerung der Temperatur und ähnliches. Solche Kreuzreaktionen im Sinne von, es ist zu warm, Filter hat mehr Leistung, es ist zu warm, Futterautomat wird auch zu futtern, gibt es zwar auch schon, meistens aber für einen deutlich höheren Preis und vor allen Dingen nicht modular aufgebaut. Das bedeutet, hier könnt ihr mit dem Filter zum Beispiel anfangen, ergänzt das Ganze dann später um einen Heizer, Futterautomat, Beleuchtungssteuerung und womöglich weitere Geräte, die noch kommen. Das ist also erst der Anfang. Das Potenzial ist riesengroß, was wir dabei haben, und es bietet uns wirklich diverse Chancen, die Tiere so zu pflegen, wie wir es sonst vorher nicht konnten. Tag-Nacht-Senke ist zum Beispiel so ein Thema. Beleuchtungssteuerung ist ein Thema. Das heißt, bei einigen Fischarten ist es halt auch wirklich enorm wichtig, dass ein Mondzyklus da ist. Das wird häufig unterschätzt.
welche Auswirkungen das normale Licht auf die hat. Und das können wir damit halt wirklich nachstellen, finden wir total cool, finden den Schritt wirklich in die richtige Richtung und sehen da ganz große Möglichkeiten. Uns würde interessieren, wie seht ihr das? Denkt ihr, ach nee, komm, ein Filter, der muss laufen, Heizer soll heizen, Futterautomat brauche ich eh nicht, Fütter selber und das ist alles Käse? Oder findet ihr das genauso cool wie wir und sagt, ja, genau richtig, das braucht die Aquaristik, frischer Wind, coole Techniken, wo man das Hobby wirklich mit vorantreiben kann und auch dem Tierhalter und dem Fisch schlussendlich wirklich Sachen ermöglichen kann, die vorher nicht möglich waren. Ich bin sehr gespannt, schreibt uns gerne einmal in die Kommentare unten rein. Wenn es euch gefallen hat, Like oder Kommentar da lassen, gerne auch abonnieren und auf die Glocke klicken, dass ihr keine neuen Videos von uns verpasst. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.